Willkommen zu Die Sims 4. So, jetzt müssen wir ein bisschen mal sehen. Du willst ja da noch helfen. Aha, Silas hat. Dann kannst du hier plündern. Und dann kannst du auch hier plündern. Dann aufwischen. Dann da putzen. So. Und komm her. Zack. So, und na, jetzt gehe ich schon rein. So. Bist du denn jetzt fertig, Madame? Ja. Gut, dann kannst du jetzt auf Toilette gehen. So, die ist fertig. So. Sie ist noch auf der Arbeit. So, du gehst schlafen. Gerade erst begonnen. Dann kannst du noch eine Erkundung machen, bevor du schlafen gehst. So, und wir könnten auch eigentlich mal einen größeren Fernseher hinstellen. So, du musst programmieren. Sehr gut. Piep, piep, das Raketenschiff von Silas hat am Horizont ein Objekt entdeckt. Als er näher kommt, traut er seinen Augen nicht. Grün wogende Baumwipfel, kristallblaue Flüsse. Kann das sein? Der mystische Planet der Opulenz? Silas schaltet den Turboantrieb aus, als er in die Atmosphäre des Planeten eindringt. Landung versuchen. So, dann kannst du hier mal das verkaufen und kannst du hier wieder klassisch malen. Und wo soll ich landen? Silas gleitet nun langsam voran und überfliegt mehrere Kilometer dichten Urwaldes. Endlich eine Lichtung. Doch die Lichtung ist mit außerirdischen Ruinen übersät. Soll er dort landen oder sich für den dichten, dunklen Dschungel entscheiden? Lieber in der Nähe des Urwalds landen, weil sonst macht man vielleicht die alten Ruinen weiter kaputt. Und hier malst du dann sowas. Kleine blaue Geschöpfe mit Zähnen. Es ist ganz schön eng, aber Silas landet ohne einen Kratzer. Sofort ist er von blauen, flauschigen Wesen umgeben. Sie sind klein, in etwa wie eine gewöhnliche Hauskatze. Aber Silas hat nie zuvor etwas mit so vielen Zähnen ge gesehen. Und es sind Hunderte. Soll er versuchen, einen der Kreaturen
lebendig zu schnappen, oder soll er einen konservieren, um sie zu Analysenzwecken mitzunehmen? Lebendig fangen. Silas Alien-Zenker. Silas hofft, dass seine Allergien unter Kontrolle bleiben, stürzt sich in die fauchende Meute und tastet wild herum. Ein Schmerz durchfährt seinen Arm, als seine Finger sich um ein sich windendes, seidiges Biest schließt. Geschafft. Er schleppt das Tier ins Schiff und steckt es in einen eisernen Käfig. Silas kann kaum abwarten, was sie zu Hause damit anstellen werden. Okay. Silas hat ein Alien gefunden. Schön. Der nächste. Dunder Wallake. Der bleibt aber noch ganz schön lang weg. Wenn das jetzt alles war, müssen wir eine ganze Weile warten, bis er wieder zurückkehrt. So, der programmiert fleißig und Alana ist zurück. So, die hat Hunger. Gucken wir mal. Ups, ist was. Na, jetzt aber. Hier, schnapp dir ein Gericht. Und was musst du? Ausgezeichnete. Sie muss wieder Auftritte verfassen. Kann sie dann machen. Und zwar erstmal ein machen wir nochmal ein das zu Ende machen höchstwahrscheinlich. Und dann kannst du einen langen schreiben. Shabini Jabid, Turp System, Jay McCorbeth. So. Parsifay Froben, Skuma Plondi. Wie sieht's bei dir aus? Kifka Bumsoi, Falanas Pitfall, Hygiene. Bumsoi Zifka, Dimpish. Dann könntest du eigentlich hier mal bewässern, jeden. Und sie kann von hier am besten, bevor sie die anderen Sachen macht. Brrt. Kannst du hier Gartenpflege machen? Hier. Warum kann man das denn nicht abbrechen? Das ist manchmal blöd, dass man dann Sachen doch nicht abbrechen kann. So, mein Freund, dann fang mal an. Und was hast du fabriziert? Das. Erstmal schön verkaufen. Was musst du denn jetzt noch gut. Ja, bestreben liegt jetzt an den Kindern.
Dann kannst du dir jetzt auch was zu essen holen. Das da. Dann kannst du hier leeren. Hallo Silas. Du kannst dann oben auf jeden Fall dann jetzt auf Klo gehen, gehst duschen und dann kannst du hier schlafen gehen. Und du kannst dann da schlafen gehen. Hörst du jetzt auf? Jetzt. Ja, gut. So. Na, wo willst du denn hin, Don? Aha, du willst mit Christian plaudern. Oder auch nicht? Ich frage mich, warum die nicht bei... Sonst können sie bei vielen Sachen quatschen, aber nein, bei Gartenarbeit. Da kann man nicht quatschen, obwohl die Gartenarbeit teilweise sehr interessante Möglichkeiten bietet. Die haben auch an der Optik der Äpfel anscheinend gearbeitet. Sollen die angebissen sein oder sollen die da glänzend sein? Jubin, Longitudinal. Oh. Weiß ich das? Kirschbaum. Oder reifen die nun? Kann er ernten, ja. Kann er auch ernten, naja. So. Tja, Don, da wartest du und wartest du. Ess mal jetzt weiter, weil du musst langsam aber sicher ins Bett. Hier, geh schlafen. Jämpfter. Ja, ist manchmal nicht so leicht, Don, ne? Da will man quatschen und die beachten einen überhaupt nicht. Nur die Pflanzen sind ihnen wichtig. So, er geht jetzt in die Richtung. Aber da ist doch gar nichts. Hast du noch immer was in der Schüssel? Bist du jetzt angewurzelt? Hat dich der Christian mit Wurzeln bestückt? Nee, jetzt geht er. Und wo stellst du die Schüssel hin? Hoffentlich nicht wieder irgendwo in der Walachei. Gut, hier steht nichts. Wo willst du hin? Natürlich. So, dann schieben wir halt jetzt das wieder rein.
Zurle. Bist du dreckig, Christian? Pfui. Hörst du auf, weil du total müde bist, aber dann geh bitte doch erstmal duschen. Oder geh oben duschen, wie du möchtest. Ach, da ist kaputt. Okay. Dann musst du doch hier unten duschen. Und dann zu deinem Partner, zu deinem Mann ins Bett hüpfen. Und Johnny ist wach. Es ist Mittwoch, dann kannst du auf jeden Fall hier was zu essen schnappen. Oh. Ja. Alanachen. Ist denn wirklich. Nein, siehst du? Hier. Garten pflegen. Dann. Aber du bist auch schwermüde. Dann gehst du halt zu deinem Schnuggelchen ins Bett. So, ich muss unbedingt die Betten austauschen, damit die besser schlafen können. Erstmal von den Erwachsenen. Und dann kommen die Kinder nach und nach dran. So, die Kleine ist auch wach. Sie isst auch was. Sehr schön. Schmeckt es dir? Sheepy Jabina. Exuna Bay. Sirpa Warba West. Asto. Wir müssen sie noch umstylen, die Kleine. Ich möchte ihr halt eine etwas andere Frisur verpassen und dann natürlich eine andere Haarfarbe, weil sie soll die Haarfarbe ihres Papas haben. So. Der Bub ist fertig. Kommt ihr an den Spiegel ran? So, dann... Hier. Aussehen ändern. So, komm her. Junger Mann. Trab an. Okay. Ich verstehe schon. Da. So, dann kannst du jetzt hier Aussehen ändern. So. So, und ich werde jetzt auch hier noch ein paar Veränderungen machen. Und zwar mit dem es gibt ja auch noch jetzt hier neue nicht für das, okay, dann halt auch nicht fürs. Hallo? So. Ja, wir gucken uns die mal an, damit die da sind. So,
Ja, es sind nämlich hier halt Mützen dazu gekommen. Er kriegt... Das... Ja, das... Tagsüber halt das Rentier. Beim Sport... Was haben wir? Ein Löwe. Und soll es ein Koala sein? Eine Eule. Eine Kuh. Tigerchen. Was nehmen wir denn? Kriegt er bei Sport das? In der Nacht kann er meinetwegen dann das anziehen. Auf Partys zieht er nichts. Da auch nichts. So. Und sie kriegt natürlich auch ein Mützchen auf. Sie kriegt... ein Wichtel, und zwar ein rotes Wichtel. Haare kriegt sie, gucken wir mal, so, und natürlich schwarz, haben wir ja gesagt. So, okay. Und bei Sport... kriegst du keine Brille, Madame. Mützchen. Zieht sie das an? Bei Nacht. Kann das Eulchen anziehen. So. Und was hast du denn so kleidungsmäßig? Kriegst du das? Und dann kriegst du so, und Schüchen kriegst du bequeme Treter und natürlich ein paar so, und hier ziehst du dann mal so an, dann kriegst du sowas an. Würde ich sagen, gucken wir, ob es die, ja, gibt es auch in Gelb. Sehr schön. Bei Sport zieht sie hier so eine typische Sache und dann so, und Oberteil kriegt sie was Bequemes an. Hier. Was ist es da? Und was hast du zur Nacht an? So.
Und dann auf Partys ziehst du dann würde ich sagen, sowas. Und die Schuhe sowas. Und dann so. Und beim Schwimmen kriegst du sowas an. Sehr schön. Und bei Oho. Erwachsenen verpasse ich denen jetzt noch ein zweites. Aber da ändere ich nur Oberteil. Er kriegt, die sind nämlich auch neu dazu gekommen. Aha. Kriegt er das? Dann kriegt sie natürlich auch ein zweites. Und zwar kriegt sie ich finde es echt schade, dass das nicht für Kinder gibt. Passt das Blau besser. Und dafür kriegst du aber eine längere Hose. So. Und dann kriegt er war bei ihr das auch? Ja, gut. So. Kriegst du auch ein zweites? Dann kriegst du das Rentier in Schwarz. Und dann haben wir Don noch. Der kriegt dann gibt er das so, ja, und auch für die gibt's natürlich eigentlich auch die Mütze. Mützen halt kriegt er bei Outfit. Achso, kriegt er eins. Zweites. Er kriegt das Weiße. Silas kriegt Wichtel. Sie kriegt dann den Wichtel in einer anderen Farbe, grün, und er kriegt das Rentier. Wichtel, Rentier in dunkelbraun.
So. Alles klar. So. Ist der Part etwas länger geworden, aber jetzt haben die halt ihre zweiten. Ein zweites kleines Outfit. Und mal sehen, wie oft sie das dann benutzen werden. Na komm. Da, da, da. So, okay. Er trägt schon mal sein Rentier-Häubchen. So, und jetzt beende ich hier den Part. Er ist halt ein bisschen länger geworden, aber das wollte ich jetzt noch gemacht haben. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.